Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich in NRW unterwegs und besuche das Windtestfeld Grevenbruch in der Nähe von Köln. Wollte ich ewig schon mal besuchen, hat bisher leider nie geklappt. Ja, heute bin ich endlich hier und es lohnt sich umso mehr, denn hier ist in den letzten Tagen und Wochen eine Enercon E160 EP5 E2 entstanden. Schaut ihn euch an, den Koloss. Wahnsinn. Ja, die Anlage wurde gestern erst fertig errichtet. Es gibt einen Fotografen, der scheinbar hier aus der Region kommt. Frank Lange heißt der. Müsst mal auf seinem Instagram-Account vorbeischauen. Der hat den Bau ziemlich ausführlich begleitet. Hat richtig tolle Drohnenaufnahmen gemacht und Bilder mit der Kamera. Und ja, da habe ich den Bau so ein bisschen verfolgt. Aber ich dachte, ich muss mir die Anlage auf jeden Fall auch jetzt mal selbst live anschauen. Ja, das ist nämlich die erste E160 in Deutschland, meines Wissens nach. Der Prototyp steht ja in den Niederlanden, in Wieringer Meer. Da gibt es ja schon einige Videos auf meinem Kanal. Aber in Deutschland gibt es noch keine. Ich glaube, diese Anlage hier war ursprünglich auch als Prototyp der E2-Variante geplant. Aber ja, wie es in Deutschland so ist, das Genehmigungsverfahren hat sich wieder ewig in die Länge gezogen. Und deshalb hat man den Prototyp in Wieringer Meer umgerüstet. Also sie hat ein Upgrade bekommen auf die E2-Version, weil es da einfacher ist, eine Genehmigung zu bekommen. Ja, aber jetzt steht endlich auch mal eine E160 in Deutschland. Wahnsinn, dieser Koloss. Ja, der Kran steht auch noch, weil sie gestern eben erst fertiggestellt wurde. Der wird scheinbar noch benötigt. Richtig geile Anlage. Oh Mann, ich bin echt aus dem Häuschen. Ja, hier auf dem Testfeld stehen noch einige andere Anlagen. Zu denen werde ich dann im nächsten Video was sagen, denn in diesem Video soll es jetzt nur mal um die E160 gehen. Hier drüben steht auch noch eine Anlage. Ja, seid gespannt, ich werde jetzt mal ein bisschen näher rangehen und mir diesen Gigant mal aus der Nähe anschauen. Ja, von hier aus hat man nochmal einen tollen Blick auf die E160 von der anderen Seite. Wird auch gerade richtig schön von der Sonne angeschienen. Das ist einfach ein verdammter Koloss. Also schaut euch mal an, also selbst im Vergleich zu dem Kran nebenan, der wirkt echt mini im Vergleich zur Anlage. Wahnsinn. Auch im Vergleich zu den anderen Anlagen, hier im Hintergrund, ist es ein verdammter Koloss. Also der Größenunterschied ist schon echt enorm. Die Siemens hat 133, Nordex 134 Meter Nabenhöhe, die Vensys nur 90 und 140 Meter ist schon echt nochmal ein ganzes Stück höher. Ja, aber was den Unterschied macht, ist halt der Rotor. 160 Meter, das ist schon echt Wahnsinn. Ja, wie gesagt, auch die größte Anlage jetzt hier im Park. 5,5 Megawatt, 140 Meter Nabenhöhe, die überragt die anderen schon um einiges. Was auch witzig ist, wenn die Rotorblätter in so unterschiedliche Richtungen gedreht sind. Eins aus dem Wind gepitcht, die anderen beiden in den Wind gepitcht. Eins in der richtigen Richtung, eins andersrum. Ah, hier wird auch gerade irgendwas abgelassen. Ja, aber ich glaube, es hat seinen Sinn. Also gerade bei neu errichteten Anlagen macht man das oft, dass man die Rotorblätter in unterschiedliche Richtungen stellt. Weil der Rotor noch nicht ausgebolzt ist, das heißt, er kann sich noch nicht drehen und rotieren. Und wenn die Rotorblätter dann alle da im Wind stehen, kann es sein, dass sie sich aufschwingen und ja, es dann zu einer Havarie kommt. Deshalb macht man das. Ja, auch toll, mal einen größeren MST zu sehen. In den Niederlanden, die Anlage hatte nur 120 Meter MST. Diese Anlage hier hat jetzt 140.
nochmal ein Stück größer. Aber selbst hier wirkt der Turm nicht so hoch mit dem Riesenrotor. Gibt es ja auch noch mit 166 Meter Turm, die E160. Da ist im Schwarzwald einiges geplant. Da freue ich mich echt drauf. Was auch cool ist, die EP5 mal mit der Hindernismarkierung zu sehen für die Luftfahrtsicherung. Also rotes Maschinenhaus und rote Blattspitzen und auch den roten Ring am Turm. Gefällt mir wesentlich besser als komplett weiß. Geil. Ja, Baustelle sieht relativ ruhig aus. Also Fahrzeuge sieht man jetzt nicht so viele. Es tut sich auf jeden Fall was. Also man hat ja gesehen, wird auf jeden Fall gearbeitet. Das Maschinenhaus wurde ja gerade was abgelassen. Also da wird auf jeden Fall gearbeitet, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ja, dass die Anlage natürlich schnell ans Netz kann und getestet werden kann. Ja, jetzt bin ich doch nochmal ein Stück näher dran. Hier kommt man relativ nah ran auf dem Feldweg, ohne jetzt groß die Baustelle zu behindern. Da kommt sie echt nochmal krasser zur Geltung, dieses Monster. Wahnsinn. Oh, krass. Dieser Rotor, ey. Echt beeindruckend. Ja, Baustelle wirkt relativ ruhig. Also ich glaube, es sind schon Monteure da. Es wurde ja auch aus dem Maschinenhaus was abgelassen, habe ich gerade eben gesehen. Also da passiert schon was. Aber ist wahrscheinlich nicht so viel wie in den letzten Tagen. Ja, ich muss sagen, ich war relativ überrascht, wie schnell sie die Anlage errichtet hatten. Also ich glaube, innerhalb von 2 Wochen. Ich habe es immer so ein bisschen bei Instagram verfolgt. Da, wo immer die Bilder gepostet wurden von dem Frank Lange. Und das ging jetzt innerhalb von 2 Wochen. Schon beeindruckend. Ja, ich glaube, durch den MST geht der Aufbau auch wesentlich schneller. Also wenn diese... Das sind ja einzelne Segmente. Da sieht man es nochmal, wo es zusammengenietet ist. Wenn die mal fertig montiert sind, dann geht es, glaube ich, relativ schnell. Dann werden die einzelnen Turmsegmente aneinander genietet, aufeinander gesetzt. Und dann geht es relativ schnell. Ich kann mal zählen, wie viel es sind. Es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und oben ist noch so ein kleines Stück. Ah, sagen wir mal 12. Schon krass für so einen großen Turm. 12 Segmente nur. Schon krass. Ja, hier sieht man die Anlage nochmal schön aus der anderen Richtung. Das ist auch ein krasses Bild. Dieser krasse Gegensatz im Hintergrund. Die beiden Kohlekraftwerke. Eins davon ist das Kohlekraftwerk Neurath. Was das für Drecksschleudern sind, ey. Ich meine, hier im Rheinischen Kohlerevier gibt es ja mehrere Kohlekraftwerke. Ich weiß jetzt gar nicht, welches da welches ist. Ja, aber dieser krasse Kontrast zwischen fossilen Energieträgern und dann jetzt dieser riesigen neuen Windkraftanlage. Das sage ich auch immer jedem, jeder, der pauschal gegen Windkraft ist oder Pauschalanlagen jetzt in seiner näheren Umgebung ablehnt. Was ist euch lieber? Also wollt ihr lieber so ein riesiges Kohlekraftwerk hinterm Haus haben oder so eine Windkraftanlage, die man
ja, nach 25 Jahren wieder abbauen kann und die keine Mondlandschaften hinterlässt. Naja. Ja, was man hier cool sieht, das oberste Blatt steht quasi richtig. Also steht so, wie wenn die Anlage sich drehen würde. Und da sieht man richtig cool, wie es dann aussieht, als in den Wind gedreht ist. Also es ist so leicht nach vorne gebogen. Das Blatt hier, das jetzt so krass nach hinten gebogen ist, das steht falsch rum. Also sieht man auch nochmal, dass wenn es richtig rum steht, das ist eigentlich nach vorne gebogen. Und das dritte Blatt, das ist nach Außenwind gepitcht. Sieht man jetzt auch nochmal schön die Gondel. Also ich muss sagen, ich bin echter Fan von dem Design einfach. Also diese kompakte Gondel, Generator dazwischen geklemmt und dann diese dicke Narbe. Ich finde das cool. Enercon-Logo ist leider nicht drauf. Ja, aber jetzt mit der neuen Inner Cell, das wird dann nochmal eine krasse Umgewöhnung. Das wird dann doppelt so lang, das Maschinenhaus. Und einfach ein Container. Da geht ja der Trend bei allen Herstellern hin, dass die Anlagen nur noch aussehen wie so Container. Naja, der Prototyp der E160 EP3 E3 soll irgendwann nächsten Jahres in Niedersachsen errichtet werden. Und ich glaube, die ersten Projekte sind auch schon in Planung bzw. genehmigt. Aber ich freue mich jetzt erstmal über einige E160 EP5 E2 im Schwarzwald. Da weiß ich auch von einigen Projekten, sind alle noch in der Genehmigungsphase, aber ich freue mich echt, wenn die gebaut werden. So, hier nochmal ein schöner Blick auf die Anlage von der anderen Seite, von der Rückseite. Hier sieht man auch nochmal schön den Kran. Für die Kranbegeisterten unter euch. Also mit Kränen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Interessiert mich auch nicht so, muss ich sagen. Also schon beeindruckend von den Dimensionen her, und aber für mich ist es halt eher so ein Mittel zum Zweck. Aber die Kranbegeisterten unter euch können mir bestimmt sagen, was für ein Kran ist. Da steht Enercon drauf. Hier ist noch so ein kleinerer Kran, der wahrscheinlich assistiert hat bei Blattmontage und so weiter. Ich muss sagen, die Anlage wirkt jetzt gar nicht so krass fett. Also hätte man jetzt hier eine E141 hingestellt, die würde wahrscheinlich krasser wirken. Allein schon durch das fette Maschinenhaus und die Hinterkantsegmente an Rotorblättern. Aber die E160 hier, die ist, wirkt relativ schlank. Die schlanken Blätter und schlanker Turm, kompaktes Maschinenhaus. Sieht man es nochmal schön von der Rückseite. Hängt noch ein Seil raus, um Werkzeug hochzuziehen. Wurde ja auch gerade eben was hochgezogen. Ja, nur schade, dass das Enercon-Logo mal wieder fehlt. Ja, dann war das hier das Video zur E160. Drohnenvideo kommt natürlich noch im Anschluss. Und ja, echt mal wieder geil, die Anlage hier aus der Nähe zu sehen. Muss man jetzt nicht extra wieder in die Niederlande fahren, sondern ja, ich hoffe, dass sie jetzt in nächster Zeit auch mal öfters in Deutschland gebaut wird. Und auch einfach an Beliebtheit gewinnt, hoffe ich natürlich auch. Ja, hoffe, es hat gefallen. Gerne Kommentare schreiben, Kanal abonnieren, wenn euch die anderen Anlagen auch noch interessieren. Ja, und dann sehen wir es hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.
Don't give up on me, yeah.